Der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Tiny Rock Gas Station. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Terra Incognita Scenic Highway. Nächster Ort, Longshot by the Sea. Klingt vielversprechend. Kein Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Kein Saft. Mein Vater hat immer gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. Als ob es hier jemals regnen würde. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Keine Chance. Zugefroren. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Abgeschlossen. Natürlich. Mit einer Zange die Tür öffnen? Ich wüsste nicht wie. Tiny Rock Gas Station. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Steuerfahndung, aufmachen! Essen auf Rädern, Ihre Bestellung. Bitte lassen Sie mich rein, ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Abgeschlossen.
ein Kurzschluss und mir fliegt alles um die Ohren. Mit der Zange komme ich hier auch nicht weiter. Keine Chance. Nicht ohne Sprit und Kühlwasser. Kein Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Keine Chance. Zugefroren. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Ein versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Passt. Ganz schön finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Huch! Ein versteckter Schalter. Das muss der Hauptschalter sein. Ich kenne das Bild. Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Ein Foto von einem Büffel. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? XXL, ohne Nachfüllen. Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Bisschen ab vom Schuss. Kirschkuchen. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm, nein, danke. Ziemlich angestaubt. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Schon wieder dieser gruselige Song.
Damit würde ich hier draußen keine 5 Meilen weit kommen. Jetzt funktionieren sie wieder. Schön austrinken. Du bist ja halb verdurstet. Nicht bevor ich nicht auch noch den Motor gekühlt habe. Keine Chance. Zugefroren. Stromkabel. So. Eiskalt. Genau, was ich brauche. Hier, deine wohlverdiente Abkühlung. So, das hätten wir. Los geht's. Nun komm schon, spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt?
Beverly, ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt.